Hallihallo, willkommen bei einem neuen Spiel mit dem völlig epischen Namen Unepic. Ja, ich spiele alleine, weil ich habe einfach keinen gefunden, der mit mir zusammenspielen möchte. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch kurzfristig hin, dass sich jemand bereit erklärt, doch noch mitzuspielen. Moin! Tja, und da haben wir ganz kurzfristig doch noch jemanden gefunden. Ja, ich habe mich kurzfristig bereit erklärt, mit Drachenklaue das Ganze zu spielen, weil ich kenne das Ganze ja auch gar nicht. Nein, ich habe einfach mal kurz angerufen und gesagt, ey, hier, neues Spiel und lass doch mal rein. Und naja, so neu ist das Spiel nicht, es ist ja nun schon etwas länger. Für uns neues Spiel. Also für uns ist es ein neues Spiel und der Rennrad hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, genau. Wir haben das Vorgeplänkel mal weggelassen, sind jetzt, kriege ich die jetzt auf? Ja. Wir sind im Kerker der Satyre. Das ist die erste offizielle, nee, nicht offizielle Multiplayer-Karte, sondern die von Unepic, von den Herstellern. Da gibt es irgendwie bei den Einstellungen offizielle und vom Unepic. Oder irgendwie sowas. Genau, es gibt also mehrere Varianten. Wir spielen jetzt praktischerweise eine Kategorie davon durch. Sprich, es gibt mehrere Dungeon, die man nach und nach abschließen kann. Und wir werden sicherlich dann auch noch in die anderen Kategorien mal reingucken. Da gibt es auch so Kurzmissionen, die dann irgendwie nur ein paar Minuten gehen, aber ganz nett gemacht sind. So, ich nehme das Fenster nochmal wieder weg. Ihr habt also gesehen, dass wir auch wirklich in diesem Dungeon sind. Und das ganze Spiel lässt sich über Tastatur spielen. Also wir brauchen die Maus theoretisch gar nicht. Man kann sie zwar auch verwenden. Was aber heißen werde, wird, dass ihr so ab und zu hören werdet, wie wir unsere Tastaturen vergewaltigen. Beziehungsweise wahrscheinlich werdet ihr das eher von mir mitbekommen. Weil meine Leertaste, die nun mal für den Angriff ist, durchaus sehr laut sein kann. Und das mit der Maus stimmt nur bedingt. Also im Inventar ist die schon sehr praktisch. Ja, im Inventar ist sie praktisch. Man kann es aber theoretisch auch komplett nur über die Tastatur machen. Klar, über Maus ist natürlich vieles einfacher dann. Aber das werdet ihr dann immer merken, wenn ihr meine Maus im Hintergrund hört. Und ich würde einfach mal sagen, wir laufen jetzt mal los und gehen mal zu dem Fragezeichen. Was bedeutet? Das ist bei mir ein roter. Ja, davor war ein Fragezeichen. Jetzt, echt? Bei mir nicht. Doch, weil sie bei mir jetzt nämlich wieder reden. Okay, los geht's. Satire, verhauen, plündern, abhauen. Nicht ganz. Es geht nicht nur um Satire, verhauen. Es könnten ein paar Überraschungen auf euch warten. Das ist übrigens der Spielleiter, der Dicke hier mit der Brille und dem mehr oder weniger 3-Tage-Bart. Überraschung? Welche Überraschung? Das sind wir. Das ist praktischerweise ja der Spieler, den wir spielen. Ich bin der mit den blonderen Haaren und dem Bart. Du bist der ohne Bart. Ja, genau. Ihr werdet ja sehen, schon bald. So, ja, die werden vielleicht zwischendurch immer mal auftauchen. Ich werde mal so versuchen, ein bisschen zu vertonen. Ich glaube, der liebe Redwerk sieht die so nicht. Wir müssen mal Fackeln anmachen. Das hat ja Vorteile. Diese. Ach ja, die haben ja die Richtung gewechselt. Da kann man also auch wirklich relativ gut zusammenspielen. Dafür war dann die Keule wiederum gut geeignet, um Kissen zu zauen. So, und wenn ich jetzt diesen Schalter hier betätige, ne? So wie ich stehe, ist gut. Weil unser Spielleiter nämlich teilweise echt gemein ist. Oh ja, feinlich. Wären wir jetzt da untergestanden, wären wir gestorben. Ich habe gerade rote und arkanmagische Essenzen gesammelt. Die braucht man später, wenn man Zauber wirken möchte. Mal gucken, ob ich das dann genau mache. Und ich habe hier jetzt heilkleine Wunden. Das ist ein Trank der Heilung. Wenn ich es noch richtig weiß, muss ich jetzt einfach nur 0 drücken. Genau, und habe da automatisch auf der Schnellzugriffstaste meine Tränke. Okay, machen wir es so. Was war hier? Oh. Ach so, ja. Ich wechsle mal aufs Schwert.
Kuckuck. Kuckuck. Das machst du gut, die Ablenkung. Ja. Ja. Huch, nein. Wir sollten hier nicht. Jetzt wissen. Stehen die nur ein bisschen doof. Geh mal runter, sodass die zu mir kommen. Kommen sie denn zu dir? Geh mal richtig von der Treppe runter. Ja, ich bin jetzt unten im Gang. Wir wollen nicht zu dir, kann das sein? Muss man ja diese Teleporter eigentlich so. Ja, nein, aber. Hallo, hallo. Nein, geh weg. Ja, schon weg. Nee, geh weg. Ach, so, schön. Die hellblauen Zahlen, die hochkommen, sind Erfahrungszahlen und das andere ist dementsprechend Schaden. Ja. So sieht das aus. So, genau, das ist jetzt der Red Hat im Grunde, der hier den Charakter hat. Du siehst gar nicht, dass sie schnacken, wenn ich durchs Fragezeichen laufe, ne? Nee, bei mir redet da gerade keiner. Deine Satirchen sind jetzt schon Staub der Geschichte. Wo sind die Waffen? Das war nur ein Spätro. Den Ullak habt ihr noch lange nicht gefunden. So wenig wie die Waffen. Ja. Dann müssen wir wohl noch mal ein bisschen die Waffen suchen, ne? Fackel anmachen hier. Ich höre... Ach, nur... Oh, scheiße. Boah. Das sind nicht gerade wenig. Aber die sterben zumindest schnell. Ja, das stimmt. Und geben rote magische Essenz. Habt ihr da mal was hingelegt? Na, kommt her. Ja. Boah. Ich bin so im roten Bereich. Bin gleich tot. Ich muss mal kurz meine Heilung schlürfen. Auch sehr schön dargestellt. Ja, die machen wirklich alles. Ah. Jedes Mal springe ich in diese Federbäuse rein. Ist ja schlimm. So, stirb. So. So, ich muss auch mal Käse essen, sonst mir geht's ja auch schon nicht mehr. Ah, er hat Käse gefunden. Schöner Käse aus dem Dungeon. 20 Jahre alt oder länger. Ja, der muss ja reifen. Guter Käse ist gereift. Dann müsste er auch sehr viel wert sein. So, die schon mal weg. Achso. Der ist auch weg. Dann nehme ich mal die Kisten da oben auseinander. Blaue magische Essenz. Warum ist hier denn ein rotes... Eine rote Blase. Geh weg von dir, geh weg. Hey, Spielleiter. Wir latschen schon eine Ewigkeit hier rum, ohne auch nur einen Schatz gefunden zu haben. Genau. Mach mal nicht auf Knauserig und gönn uns eine Kiste oder sowas. Fein. Ihr entdeckt eine Steintreppe, die in die Tiefe führt und am Ende seht ihr eine verlassene Kiste. Hehehehe. Meine! Ich! Ja, so sind die. Soll ich dem Spielleiter trauen oder lieber nicht? Nein, das ist ein Arschloch-Spielleiter. Okay, wir trauen dem Spielleiter mal nicht. Wer so lacht, nachdem er gesagt hat, er hat da eine Kiste hingemacht. Nee, der Spielleiter hat ja nicht gelacht. Achso, okay. Aber grundsätzlich trau ich nicht. Dem, weil er vorhin schon mit Steinen nach uns geschmissen hat. Ja. Oh. Das stimmt allerdings. Nee, ich traue ihm nicht. Wir öffnen die Kiste mal lieber nicht. Aber ich glaube, die können wir öffnen, ne? Oh, Trank der Heilung. Kristallmagische Essenz auch mit. Ja, es gibt ziemlich viel Magie, aber... Kleine Axt. Oh, eine Axt. Möchtest du die haben? Ich würde die nehmen, ja. Ja, dann mal gucken. Oh, die hat zwei und wie viel Schaden hat dein Streitkolben? 44. Die hat nicht nur 42 Schaden, also die ist schlechter und die macht halt extra haben halt den Vorteil, dass sie auch an
Kisten vollen Schaden macht, aber wenn die weniger Schaden... Ja, ist halt die Frage, die Axt hat sicherlich auch wieder Vorteile gegenüber bestimmten Gegnertypen. Wir sollten hier, meine ich, in verschiedene Gänge gehen. Aber ja, was können wir da machen. Ein Sarg. Da kann sich dann einer wiederbeleben drin. Das ist jetzt mein Sarg, wie man da unten so schön sieht. Ja. So. Ah, okay. Hallo, Raupe. Ich möchte dich gerne vier teilen. So, meine ist weg. Kannst du da drinnen bleiben? Ich komme durch den letzten und ich denke, wenn die Gegner weg sind, wird sich da schon was auftun. Weil ja, andere Möglichkeiten gibt's nicht. Nee, richtig. Ja, stimmt. Du kannst dich ja zum Sarg teleportieren, ne? Richtig. Wenn du dich jetzt teleportieren würdest, würdest du am Anfang von der Indie rauskommen. Genau, richtig. Das ist nämlich so der Nachteil dann unter anderem. Na, ich möchte ja die Lampe anmachen. Gehen wir mal weiter runter. Hier ist ein Schalter. Möchte ich den betätigen? Bin mir unsicher. Wir haben keine andere Wahl. Also tu es. Oh, okay. So, was habe ich? Einen Zauberstab gefunden. Ich habe einen leichten Dolch gefunden. Ah, okay. Gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Aha, okay. Zack, Trank der Geschwindigkeit. Mhm, nett. Was macht der? Wo haben wir denn den Trank der Geschwindigkeit? Wahrscheinlich Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Verleiht die Geschwindigkeit eines Geparden, dass sie bewegt sich für eine Weile schneller. Dieser Gegenstand kann nur in dieser Session verwendet werden. Ah, okay. Oh. Bin ich da so begeistert von? Was haben die denn hier vor, ey? Können die auch mal was anderes machen? Gehen wir ja auf den Nerven. So, hey. Die sind voll auf mich fixiert. Ich laufe dann mal so immer hin und her. Ja, ich hau sie mal. Ja, obwohl manchmal... Nee, die zaubern dann immer auf mich eigentlich. Nee, jetzt haben sie sich auch auf dich. Ja, wahrscheinlich stand ich aber auch ein bisschen... Okay, ich bin gestorben. Hallo. Nein, aua. Ich bin auch gestorben. Du bist das erste Mal gestorben. Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass da so viele plötzlich kamen. So, ich bin von meinem Sarg gekommen. Ja, ich muss jetzt natürlich eine ganze Weile laufen, weil ich dadurch, dass ich keinen Sarg habe, natürlich nicht an der Position von Red Hat starte, sondern relativ weit am Anfang. Sprich an der Kiste vorbei, die wir nicht öffnen. Ja, und ich stehe jetzt wieder vor den Türen, wo, wenn wir da durchgehen, runterfallen zu den Satyren. Genau, so. Dann will ich mal hier durch, dann gehe ich mal da durch. Ja, ich bin dann auch demnächst gleich wieder da. Ja, ich warte hier. Ja, so. Ja, die haben es auch nicht abgesehen. Teilweise, teilweise nicht. Boah. Leute, geht doch einfach mal. Wenn sie zaubern, kannst du nicht durchlaufen. Kann ich was? Wenn die ihren Zauber ansetzen, dann kannst du durch die durchlaufen, ohne dass du Schaden bekommst. Ja, hatte ich vor, aber sie waren leider eine Sekunde zu schnell mit ihrem Zaubern. Woraufhin es mich mal wieder zerlegt hat. Das Schlimme ist ja nicht, dass sie mich zerlegen. Das Schlimme ist das Laufen. Weil das ist immer so interessant für die Zuschauer. Ja, gut. Die sind aber inzwischen alle tot. Ja, guck, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Kann ich ja ohne Gefahren zurückkommen. So, Latsche, Latsche hier. Ja, dann lauf. Lauf, ja, ich lauf doch. Lauf. Der ist nicht so schnell, der Junge hier. Braucht immer so eine Weile. Durch die Tür oder hier lang? Mir egal, wir können mal gucken, was hinter der Tür ist. Ah, Särge. Oh, das ist, oh, ist schön. Endlich hat mein eigenen Sarg. Wollte schon immer haben. Hab jetzt zwei Särge.
Bei meiner verschwindet. So, jetzt sind die gleich schön alle auf dem Haufen. Ja. Das hat ja mich wieder. Aua. Willst du aufhören zu zaubern? Aua. Aua. Ja, ist ja gut hier. Ja, Hilfe. Ich gehe mal kurz Drogen zu mir nehmen. Ach, ich habe ja gar keine Heilung mehr. Bleib mal unten. Die stellen sich da so schön auf. Ja, irgendwie weiß ich gerade was gar nicht, was die sich hier planen. Ja, bleib einfach da. Die laufen mir zu mir, kriegen einen Hit ab und teleportieren sich dann weg. Was schön ist, ich höre gar nicht, was du auf die einschlägst. Ich höre dein Schwertgeschwinge nicht. Nee, der möchte gerne direkt mit dir. Wie, du hörst nicht, wie ich auf die einschlage. Weil ich auf der Treppe stand. Oh, ein leichter Kurzbogen. Weil ich auf der Treppe stand, auf der Leiter, habe ich deine Schläge so nicht gehört. Gerade als ich zu dir gelaufen bin, habe ich sie dann wahrgenommen. Also der kommt auf Stufe 4, nein, auf Nummer 4. Geht noch eine Leiter nach oben wieder, ne? Oh, verklickt. Jetzt habe ich mich wegteleportiert. Eine Möglichkeit. Da wird mir angezeigt, dass da irgendwas liegt. Kann das sein? Ja, eine Axt habe ich. Ah. Da müsste da liegen. Was macht die denn? 48 Schaden. Zusätzlich Schaden mit Frost plus 10%. Ich habe Chance auf kritischen Treffer mit Licht 3% und 49 Schaden. Also die werde ich erstmal anstelle von meinem Streitkolben nehmen. Ich habe sie jetzt auf die 3 und dann Streitkolben. Gucken, was ich da reell mal von verwende. Ah, hier sieht es irgendwie so ein bisschen unschön aus. Ja. Ja, ja. Ja, ich würde... Wir töten zuerst alles hier. Er hat sich okay. Schon gemeldet zum Töten. Ich würde aber vielleicht sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge werden wir dann hier mal den Bereich säubern, wenn der jetzt nicht... Jetzt kommt er nach hier oben, jetzt kriegt er auch einen auf den Deckel. Jetzt hat er sich verdient. So, komm her, los. So, den haben wir jetzt dann doch noch abgemurkst. Oh, du bist... Ich bin fast tot, ja. Ja, also ich guck mal, ob ich dir ein paar Käse geben kann. Ein paar Käse möchte er mir geben. Bei dieser epischen Musik möchte er mir Käse geben. Hat er noch Käse oder hat er nichts mehr da? Ja, ich muss gerade gucken, wie ich die bestimmte Menge ablege. Käse. Ja, ich habe dir mal gleich 2 gegeben, weil du bist so tot. So tot. Benutzen? Wie viel heilen die denn? 50. Da kann ich ja gleich den zweiten auch noch fressen, ne? Ja, obwohl du einen Heiltrank hast, hast du dich nicht geheilt. Nein, Heilung 0. Ach, Trank der Heilung. Heilt mittlere Wunden. Oh, da muss ich den ja auf 9 tun. Ich dachte, das wäre ein normaler Heiltrank, deswegen. Der wurde bei mir ja noch mit 0 angezeigt. Gut. Dann würde ich mal einfach behaupten, in der nächsten Folge werden wir dann hier mal die ganzen Würmchen auseinandernehmen. Ich bedanke mich dann soweit fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch und ich sage bye bye, bis zur nächsten Folge. Ciao.